Trump wurde gewählt, obwohl man ihn nicht wollte, und den Brexit wollte ja nun auch eigentlich keiner. Man hatte sich total vertan, weil eben die Medien und die herrschenden Politiker scheinbar unter einer Käseglocke leben und die Realität in diesen Ländern nicht richtig wahrnehmen. Es ist in beiden Fällen die schweigende Mittelschicht gewesen, die zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen ist, als das, was eben unter dieser Käseglocke passiert. Wir haben auch eine solche Käseglocke hier in Deutschland, in Berlin. Ich bin häufig in Berlin. Die Politiker und die Journalisten werfen sich gegenseitig die Argumente zu, bis sie sie selber glauben, wenn das hinreichend häufig hingegangen ist. Und stattdessen deckt sich aber doch nicht alles mit dem, was in der Fläche des Landes in der Wirklichkeit vorliegt. Nun, Großbritannien ist jetzt ausgetreten oder hat die Entscheidung getroffen, auszutreten, wird aller Voraussicht nach auch austreten. Und Großbritannien ist nicht irgendwer. Es ist das zweitgrößte Land. Das ist der deutsche Beitrag zum europäischen Sozialprodukt und das ist schon der britische Beitrag. Dann kommen Frankreich und alle anderen Länder. Und interessanterweise, wenn Sie mal die 20 kleinsten EU-Länder, die ja alle viel zu sagen haben, in Brüssel zusammennehmen, dann erzeugen Sie ein Sozialprodukt, welches genauso groß ist wie das englische, wie das britische. Das ist das Bemerkenswerte. Hier sind praktisch, hier ist nicht ein Land ausgetreten, da könnte man ja noch achselzuckend drüber hinweggehen, sondern es sind im Grunde aus wirtschaftlicher Sicht 20 von 28 EU-Ländern zu dem Entschluss gekommen, dass sie besser austreten sollen. Und wenn man sich das einmal klar macht, weiß man, dass hier eigentlich kein Stein auf dem anderen liegen bleiben kann, was die Konstruktion der Europäischen Union betrifft. Die deutsche Politik vermittelt einen total anderen Eindruck, auch die Presse vermittelt einen total anderen Eindruck, als ginge uns das fast nichts an und als könne man zur Tagesordnung übergehen. Davon kann nicht die Rede sein. Es ist ein historisches Ereignis von größter Dimension, welches zum Schaden Europas und zum Schaden Deutschlands ablaufen kann und vermutlich auch wird, wenn wir nicht vielleicht doch noch rechtzeitig die Kurve kriegen und darauf reagieren. Wenn wir so weitermachen, wie das aus Berlin sich anhört, dann wird es zum Schaden Europas ausgehen. Wir müssen die europäische Politik ändern. Warum sind die Briten ausgetreten? Man hat am Tage des Referendums, also am 23. Juni, die Austrittsbefürworter gefragt, was denn in ihren Köpfen vorging, weshalb sie ausgetreten sind. Da haben natürlich die meisten gesagt, sie wollen unabhängig sein. Das ist ja fast trivial, sonst hätten sie ja nicht für den Austritt gestimmt. Aber dann als echtes Zusatzthema kam die Migration, 26% der Nennungen. Und dann kommen alle anderen Themen wie Arbeitsplätze, Familie und so weiter. Das Thema Migration ist 5-mal so häufig genannt worden wie Arbeitsplätze und Investitionen. Das war das alles beherrschende Thema. Und das liegt eben an dem, was letztes Jahr hier in Europa passiert ist. Dieser Ansturm, dieser völlig unkontrollierte Ansturm von Flüchtlingen. Es sind zwar wenige nach Großbritannien gekommen, aber die, die sich da im Dschungel von Calais vor den Toren Großbritanniens sammelten, hatten den Briten gerade schon gereicht. Warum sind die Briten so allergisch bezüglich dieses Themas? Sie sind deswegen so allergisch, weil sie in den 50er und 60er Jahren bereits eine Massenimmigration hatten aus den ehemaligen Commonwealth-Ländern. Die hatten als British Subjects ja das Recht einzuwandern. Und das wurde erst gestoppt 1973, als Großbritannien in die EU kam. So ein bisschen kann man vermuten, dass sie deshalb in die EU wollten, damit sie gegenüber ihren Commonwealth-Ländern ein Argument hatten, jetzt die Immigration zu stoppen. Die Menschen dort sind jetzt zwar alle Staatsbürger geworden, die stochen in der Statistik nicht mehr auf, aber es ist offenbar nach wie vor ein großes Problem. Auch die deutsche Willkommenskultur hat die Briten total verunsichert und hat als Zünglein an der Waage für die britische Entscheidung gewirkt. Das muss man selbstkritisch als Deutscher anerkennen. Wenn die Politik anders gewesen wäre, hätte man sich vorstellen können, dass die Briten drin geblieben wären. So, wenn jetzt Großbritannien rausgeht, dann ist der Freihandelsblock bei 25%.
Und die mediterranen Länder sind bei 42%. Mit anderen Worten, die Machtverhältnisse haben sich dramatisch verschoben. Und Deutschland mit gleichgesinnten Ländern haben ihre Sperrminorität für Entscheidungen verloren. Und das wird die gesamte Zukunft der nächsten Jahrzehnte bestimmen. Wohlgemerkt, es geht hier nicht ums nächste Jahr, es geht nicht um die Konjunktur, es geht um Jahrzehnte. Solche Entscheidungen sind relevant für Jahrzehnte. Großbritannien ist vor 43 Jahren beigetreten und jetzt wieder ausgetreten. Nicht? Diese Entscheidung bestimmt das Leben unserer Kinder und auch noch das Leben unserer Kindeskinder mit. Wir können das deshalb nicht akzeptieren. Ich glaube, Deutschland muss jetzt zusammen mit Großbritannien oder mit den Verhandlungen über Großbritannien eine Änderung der EU-Verträge verlangen, um die Sperrminorität wieder zu erlangen. Das ist schwierig. Da braucht man einen mutigen Politiker, der bereit ist, den Kampf zu führen. Ich sehe nicht viel Bereitschaft in Berlin, das zu tun. Aber ich fordere auf, diesen Kampf aufzunehmen, damit eben die Weichen richtig gestellt werden. Wir können nicht 10 Jahre noch warten, dann sind die Briten draußen und dann ist schon vieles falsch gelaufen. Dann sind auch bestimmte Industrien schon nicht mehr da, sondern wir müssen das jetzt machen, wenn wir unsere Zukunft in dieser EU sichern wollen und wenn wir auch die EU zur Prosperität führen wollen. Also es gilt, das Eisen zu schmieden, solange es heiß ist. Bei der Gelegenheit müssen wir uns auch anschauen, wie die EU im Inneren funktioniert. Und da komme ich zur Euro-Krise. Wir haben ja jetzt den Euro. Deutschland profitiert derzeit vom Euro. Wir haben lange Zeit nicht profitiert. Bis 2010 ging es uns gar nicht so gut im Euro. Wir waren zurückgefallen von der Ankündigung des Euro bis dahin vom zweiten Platz beim BIP pro Kopf unter den jetzigen Euro-Ländern auf den 8. Platz und haben uns seit 2010 vom 8. auf den 7. wieder vorgerobbt. Also wenn man jetzt die letzten Jahre sieht, sieht das ganz toll aus, in der Gesamtperspektive noch nicht so gut. Aber wir kommen jetzt zurecht und wir würden eigentlich gerne, dass die Sache so bleibt. Nur Südeuropa geht es ganz, ganz schlecht. Und zwar so schlecht, dass man politische Verwerfungen erwarten muss, die über das hinausgehen, was wir bislang gesehen haben. Wir haben ja nun in zwei Staaten schon extrem radikale politische Regierungen. Das ist Portugal und das ist Griechenland. Und es könnten noch mehr werden. In Spanien ist das gerade noch mal so mit dran vorbeigegangen. Aber was ist mit Italien, wenn jetzt gewählt wird? Mit Verschuldung können Sie eine Wirtschaft immer temporär hochtreiben, aber nie dauerhaft, denn Schulden müssen ja getilgt werden und bedient werden, sodass die zukünftigen Entzugseffekte für die Wirtschaft genauso groß sind wie die gegenwärtigen Stimulanzien. Es gibt also nie einen Nettoeffekt über die Zeit, nicht? Aber derzeit benutzt man die Verschuldung, so eine Art Aufputschmittel, um gewisse Wirtschaften über den Staatssektor und die nachgelagerten Dienstleistungssektoren hochzubringen. Nur was wirklich mit einer Wirtschaft los ist, sieht man an dem verarbeitenden Gewerbe, weil das im internationalen Wettbewerb steht. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Sie sehen hier Deutschland. Hat es gerade geschafft, das Vorkrisenniveau des Jahres 2007 wieder zu erreichen. Sie sehen den starken Einbruch da in der Mitte bei 2008. Alle Länder der Erde waren eingebrochen in der großen Weltwirtschaftskrise. Hier ist Portugal. Portugal hängt um 12% unter seinem Vorkrisenniveau und hat seit Jahren, seit 2010, kein Wachstum mehr. Natürlich ist das eine etwas zittrige Kurve. Ja? Die geht dann mal ein Jahr hoch und dann geht sie wieder ein Jahr runter. Immer wenn sie ein Jahr hoch geht, kommen die Kommunikationsabteilungen der Länder und applaudieren und wollen der Welt weismachen, man sei jetzt aus der Krise raus. Und wenn dann das nächste Jahr kommt und es geht wieder runter, sind sie ganz still. Sodass also durch eine selektive Berichterstattung der Eindruck entsteht, als sei hier schon was dabei, sich zu verbessern. Davon kann nicht die Rede sein. Und genauso Frankreich.
Portugal ist ja irgendwie noch verschmerzbar als kleines Land für die EU. Da kann man dann mit Geld helfen. Aber was ist mit Frankreich? Marine Le Pen möchte gewählt werden. Die Vorwahlen sind ja jetzt auch bald. Man weiß es nicht, was passiert. Die Vorhersagen sind, sie schafft es nicht. Aber ich verweise auf andere Vorhersagen. Nicht? Die Schweigespirale hat Nölle Neumann mal bemüht, um dieses Phänomen zu verdeutlichen, dass selbst in Umfragen die wirklichen Präferenzen der Menschen nicht zum Tragen kommen, weil eben keiner sich so richtig traut, zuzugeben, wie radikal er inzwischen denkt. Und hier ist Italien. Italien hängt um 21% noch unter dem Vorkrisenniveau. Und vorhin wurden schon die Arbeitslosenzahlen erwähnt. Bei den Jugendlichen haben wir in Griechenland und Spanien um die 43-45% Jugendarbeitslosenquote und in Italien haben wir 39%. Das ist fast die gleiche Hausnummer. Und hier die genannten Länder bei der Produktion im verarbeitenden Gewerbe, Griechenland und Spanien, beide sind sie abgeschlagen um ein Viertel unter dem Vorkrisenniveau. Die Krise wird überhaupt nicht besser. Das ist leider die Wahrheit. Das liegt daran, dass diese Länder durch den Euro in eine inflationäre Kreditblase kamen. Der Euro hat ihnen sehr viel billiges Kreditgeld zugespült und das haben sie gerne genommen, um den Staatsapparat aufzuplustern, umzubauen. Es gab einen Bauboom, die Löhne stiegen im Staatsapparat. Insgesamt wurden die Löhne in diesen Ländern kreditgetrieben, erhöht, schneller als die Produktivität wuchs, was das Preisniveau steigen ließ. Und heute ist das Preisniveau gegenüber Deutschland im Himmel. Die Länder sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Das steht im Grunde dahinter. Und um da rauszukommen, müssten sie jetzt im Grunde wieder runter mit ihren Preisen. Aber rauf macht Spaß, runter ist kaum möglich. Das ist das Problem. Deswegen versucht die EZB mit ihren Maßnahmen, die nördlichen Länder nachzuinflationieren, damit sie mit ihrem Preisniveau auch hochgehen, da wo die anderen schon sind, damit die anderen wieder wettbewerbsfähig werden. Nicht? Man will ja im Durchschnitt knapp 2% Inflation und die Hoffnung ist, dass man das erreicht, während die Südländer nicht mitinflationieren und Deutschland um 4-5% für 10 Jahre inflationiert und dann hätte man die Wettbewerbsfähigkeit Südeuropas wieder erreicht. Ja, wie sieht es nun aus mit den Umfragen, mit der Meinung der Bevölkerung? Das habe ich schon angesprochen. Hier sehen Sie, in Italien wollen 58% der Menschen auch ein Referendum wie die Briten. Und von den Franzosen wollen es 55%. Da sehen Sie, in welchem Zustand die Europäische Union derzeit ist. Nun wollen die nicht alle austreten, aber viele wollen austreten. In Italien haben 48% der Menschen bei einer Umfrage vom Mai dieses Jahres gesagt, dass sie austreten wollen aus der EU. Man glaubt es kaum. Und das ist eben auch der Grund dafür, warum Beppe Grillo mit seiner Cinque Stelle heute so stark ist und warum das jetzige Establishment jeden Trick anwenden möchte, um zu verhindern, dass die Wahlen vorläufig stattfinden. Ob ihnen das gelingt, weiß man nicht. Die EZB hat in dieser Krise reagiert, indem sie nun versucht hat, ihre geldpolitischen Mittel zu einer Rettungsmaschinerie um zu strukturieren und zu verwenden. Die EZB ist keine Einrichtung mehr, die Geld, Liquidität zur Verfügung stellt, sondern sie ist eine Rettungsmaschinerie geworden. Und das Wichtigste ist die Erklärung der Europäischen Zentralbank vom Sommer des Jahres 2012 mit dem Begriff, den Sie schon mal gehört haben, whatever it takes, also was immer nötig ist, tun wir, um eure Portfolios zu retten, sagte Mario Draghi den Anlegern der Welt. Konkret, es ist jetzt beschlossen worden damals, dass Käufer von Staatspapieren von Krisenländern keine Angst mehr haben müssen, weil die EZB ihnen gesagt hat, bevor euer Staat, von dem ihr die Papiere habt, jetzt in eine Krise kommt,
geht er in den Rettungsschirm ESM und wenn er da drin ist, kaufe ich euch die Papiere aus den Portfolios wieder raus. Und wenn der Staatskonkurs stattfindet, dann habe ich die Papiere und nicht ihr und ich beteilige mich anteilig an den Verlusten. Dieses Versprechen hat die Märkte im Jahre 2012 beruhigt. Es bedeutet aber, dass die Europäische Zentralbank zu einer Versicherungsinstitution geworden ist, welche den Anlegern, den Käufern der Staatspapiere, eine Kreditausfallversicherung umsonst zur Verfügung gestellt hat, die man auch unter dem Namen CDS auf den Märkten erwerben könnte, wenn man das wollte. Und diese kostenlose Kreditausfallversicherung hat die Risikoprämien im Zins, zu denen die Anleger bereit waren, das Geld zur Verfügung zu stellen, gesenkt. Das merken wir alle, wie niedrig die Zinsen heute sind. Aber es hat nicht bedeutet, dass die Anleger ihr Risiko verloren haben, denn das Risiko tragen sie nach wie vor in ihrer Eigenschaft als Steuerzahler und als implizite Aktionäre hinter der EZB. Denn die EZB schüttet ihre Gewinne aus den Zinsen auf das selbst verliehene, gemachte und verliehene Geld ja an die Finanzminister aus. Und wenn das nicht mehr kommt, weil da Abschreibungsverluste sind, dann müssen wir alle mit unseren Steuern eins zu eins dafür einstehen. Das heißt, die Sparer Deutschlands und des Nordens tragen nach wie vor das Risiko in ihrer Eigenschaft als Steuerzahler, aber sie kriegen dafür die Zinsen nicht mehr, die sie früher gekriegt haben. Die Zinsen sind heute großenteils null. Es gibt schon negative Zinsen. Der Zins ist bei minus 0,4% für den Interbankenmarkt, weil die EZB auch von den Banken, wenn sie bei ihr Geld anlegen, einen Zins von minus 0,4 setzt. Das heißt, der Sparer, der Gläubiger, der kriegt nicht von dem Schuldner einen Zins, sondern muss ihm für seine Bereitschaft, das Geld überhaupt aufzunehmen, noch einen Zins obendrein zahlen. Man fragt sich, wie das sein kann. Würden Sie jemandem Geld verleihen, wenn Sie dem noch Zinsen zahlen müssten, statt welche zu kriegen? Nein, Sie würden sagen, dann halte ich das Geld lieber als Bargeld in der Tasche. Dann habe ich null Zinsen wenigstens. Aber so einfach ist das nicht. Man muss hier unter Umständen große Tresore vorhalten. Und die Tresorkosten sind tatsächlich die Untergrenze für den Negativzins in einer Marktwirtschaft. Ja. Herr von Bomhard hat auf seiner Abschiedsrede, das ist ja der Chef der größten Rückversicherungsgesellschaft der Welt in München, freimütig bekundet, dass die Münchner Rückversicherungsgesellschaft große Tresore aufrechterhält, um dort Bargeld zu horten. Und so tun das die Banken heute überall. Es ist eine riesige Nachfrage nach Stollen in Bergwerken, um dort, auch vor allem in der Schweiz, da ist ein richtiges Geschäftsmodell geworden, um diese Stollen mit Bargeld zu füllen, weil das billiger ist, als negative Zinsen zu haben. Aber die EZB ist nicht dumm. Sie hat reagiert, indem sie die Tresorkosten vergrößert hat. Wie kann man das machen? Sie hat die 500-Euro-Scheine abgeschafft und zwingt jetzt die Geldhalter, 200-Euro-Scheine stattdessen in die Tresore zu legen, was 2,5-mal so hohe Tresorkosten bedeutet. Und das bedeutet, dass die Negativgrenze für den Zins ein bisschen stärker noch in den negativen Bereich gehen kann. Und wenn das auch noch nicht reicht, dann kann man auch die 200er abschaffen und dann müssen alle eben 100er speichern, dann hat man die Tresorkosten nochmal verdoppelt. Der Öffentlichkeit wird gesagt, es ginge hier um ein Programm zur Bekämpfung der Kleinkriminalität. Ich sage Ihnen, das hat mit Kleinkriminalität nicht viel zu tun. Hier sehen Sie die Zinsen für Staatspapiere in Europa von 85 bis jetzt. Und Sie sehen hier, wie die sich ausgespreizt haben in der Krise seit dem Lehman-Ereignis 2008. 2012 ist hier die Spitze und dann kommt das Whatever it takes. Kaum ist es gesagt, gehen die Zinsen wieder runter. Nicht überall. Griechenland hat immer noch ziemlich hohe Zinsen, aber doch im Wesentlichen sind wesentlich niedriger, als es sonst der Fall gewesen wäre. Das ist eben der kollektive Versicherungsschutz,
Das sind die impliziten Euro-Bonds, die durch die Aktionen der Europäischen Zentralbank jetzt eingeführt worden sind. Sie alle, wir alle haften gegenüber den Gläubigern der südlichen Länder dafür, dass das Geld auch tatsächlich zurückgezahlt wird. Ja? Wir tragen das Risiko, aber leider kriegen wir dafür keine Risikoprämie mehr im Zins. Und jetzt kommt noch einer obendrauf. Das hat die Öffentlichkeit noch gar nicht richtig auf dem Schirm, was hier zurzeit passiert. Das ist das Quantitative Easing Programm, die große Entschuldungsstrategie. Durch diese niedrigen Zinsen sind ja die Länder Südeuropas versucht, sich stärker zu verschulden. Ja, die Zinsen entlasten, aber sie machen es auch möglich, statt Reformen zu machen, sich zu verschulden und auf diese Weise erst einmal wieder bis zur nächsten Wahl voranzukommen. Man hat dann die Stabilitäts- und Wachstumspakte und den Fiskalpakt und was weiß ich nicht dagegen gehalten, politische Schranken, aber gegen die Versuchung, sich bei niedrigeren Zinsen stärker zu verschulden, greift das alles nicht. Überall steigen die Schuldenquoten. Der Fiskalpakt hat gesagt, die sollen jedes Jahr um ein 1/20 des Abstandes zu 60% fallen. Glauben Sie, irgendwo werden sie gefallen, sind überall gestiegen. Noch nicht mal die Richtung stimmte, geschweige denn die Geschwindigkeit. So, und jetzt hat man diese großen Schulden und wird damit nicht fertig. Man ist ganz unruhig und man will sie jetzt wegbringen. Was macht man? Man macht das QE-Programm. Für 1,74 Billionen Euro kauft die EZB mit frischem Geld Wertpapiere, wovon der Löwenanteil aus Staatspapieren besteht. Das bei einer anfänglichen Geldmenge von 1,3 Billionen. Man packt also noch mal mehr als das, was überhaupt an Liquidität im Markt war, obendrauf. Die Lösung aller Probleme mit der Druckerpresse. Jede einzelne Zentralbank kauft allerdings nur die Staatspapiere zurück, die der eigene Staat ausgegeben hat. Bedenken Sie, wir haben zwar eine Zentralbank, aber in Frankfurt werden nur die Entscheidungen, die Regeln getroffen, der Gelddruck und die Ausgabe von Geld, das ist alles national. Ja? Die nationalen Zentralbanken, die alten, haben nach wie vor die Macht und machen die Geschäfte. Jetzt kauft also zum Beispiel die spanische Notenbank spanische Staatspapiere zurück, die liegen irgendwo in der Welt, die liegen zum Beispiel in Deutschland, in Frankreich, an der Wall Street oder sonst wo. Die ziehen die alle nach Spanien zurück. Die spanische Notenbank gehört dem spanischen Staat, damit sind die Schulden erstmal weg. Das ist eine Schuld, die der Staat gegenüber seiner Notenbank hat, aber die gehört ihm selber, also das ist Jacke wie Hose, ob da eine Schuld besteht oder nicht. Was passiert in den anderen Ländern? Wie kann das passieren? Nun, der Rückkauf dieser Papiere bedeutet zum Beispiel, dass die spanische Notenbank die Bundesbank bittet, ein Konto des Verkäufers in Deutschland zu füllen mit frischem Geld. Die Bundesbank kriegt dafür nicht eine Forderung gegen Deutsche, wie das sonst üblich ist, sondern jetzt eine Forderung gegen das EZB-System und die wieder gegen die spanische Notenbank. Das heißt, aus spanischer Sicht wird eine verbriefte, mit einer Fälligkeit ausgestattete, verzinsliche Schuld, die man vorher bei Privatleuten hatte, die im Zweifel auch einmal Auslandsvermögen beschlagnahmen können, wenn man nicht zurückzahlt, ersetzt durch eine bloße Buchschuld der spanischen Notenbank bei der Bundesbank. Eine Schuld, die inzwischen mit einem Zins von null ausgestattet wurde durch die Mehrheit des EZB-Rates, die nie fällig gestellt werden kann von der Bundesbank, und die im Übrigen von einer Institution jetzt besteht oder bei einer Institution besteht, die selbst eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist. Denn das ist die spanische Notenbank. Der Staat hat keine Nachschusspflicht, das ist ein wesentlicher Teil des Maastrichter Vertrages gegenüber seiner Notenbank. Mit anderen Worten, sollte ein Land ausfallen und ausscheiden aus dem Euro, dann ist die Notenbank pleite
und das Geld ist weg, die Forderungen sind weg. Denn die ist pleite automatisch, weil sie dann Euro-Schulden hat und hat, sagen wir mal, in diesem Fall Peseta-Forderungen gegen die Banken, gegen den Staat. Es wird alles Pesetas, die Peseta wertet ab, spanische Notenbank pleite. Ja? Und das alles zeigt sich auch in einer Statistik, die hier schon erwähnt wurde. Das sind diese Tagessalden. Sie haben sie erwähnt. Die Tagessalden haben heute eine neue Bedeutung. Tagessalden messen Nettoüberweisungen zwischen den Ländern. Wenn wir hier mal Deutschland zeigen und die Krisenländer, Griechenland, Irland, Portugal, Spanien, Italien, Zypern, dann sehen wir, ab der Lehman-Krise ging das so auseinander. Das liegt daran, dass die südlichen Länder sich das Geld geschaffen haben auf dem Kreditwege und verliehen haben an ihre Wirtschaft, dass sie sich nicht mehr leisten konnten. Und dann gab es Nettoüberweisungen gen Norden. Die Bundesbank wurde gezwungen, die Autos zu kreditieren, die die Deutschen geliefert haben, wurde gezwungen, die alten Schuldscheine zu bezahlen, die zurückgegeben wurden an die Schuldner im Süden, wurde gezwungen, die Immobilien zu bezahlen in Berlin, die so ein Grieche oder irgendwie ein Spanier oder sonst wer gekauft hat, wurde gezwungen, hochtief zu bezahlen, wurde gezwungen, Kuka zu bezahlen und so weiter. So war es wirklich. Die Bundesbank kreditiert diese Geschäfte und es entstehen lauter Targetforderungen, wenn es keine Gegengeschäfte gibt. Und es gab hier nicht genug Gegengeschäfte. Wie Sie sehen, sind riesige Salden entstanden. Dann kommt das Whatever it takes und die Zahlen gehen wieder runter. Das heißt, Private trauen sich wieder, Überweisungen gen Süden zu machen und es gibt die Gegengeschäfte. Dank der gemeinsamen Haftung. Bis zum Sommer 2014 dachte man, ist jetzt alles wieder auf dem richtigen Wege und die Krise ist überwunden. Dann ging es aber wieder hoch. Gut, das fiel zusammen mit der Griechenland-Krise. Man dachte also, aha, das ist eine gewisse Irritation Griechenland und das geht schnell wieder vorbei. Aber als das dritte Rettungspaket letztes Jahr kam, ging es eben nicht vorbei, sondern die Zahlen steigen und steigen und steigen bis zum aktuellen Rand. Und das ist diese Kaufaktion, die ich Ihnen genannt habe. Wir haben also derzeit eine riesige Umschuldungsaktion. Die läuft unter dem Radar der Öffentlichkeit, weil der Sachverhalt ein klein bisschen zu kompliziert ist für die Tagesschau. Ja? Und bei dieser Umschuldungsaktion wird diese lästige Staatsschuld umgetauscht gegen eine bloße Buchschuld gegenüber der Deutschen Bundesbank im Wesentlichen, denn es ist die Bundesbank, die im Wesentlichen dahinter steht. Sogar Geschäfte mit den Amerikanern, die amerikanischen Investitionsfonds, die Pensionsfonds, die Hedgefonds und was machen die? Die verkaufen ihre Staatspapiere nach Spanien, nehmen das Geld und überweisen das nach Deutschland, kaufen sich deutsche DAX-Papiere und die deutschen Anleger schwimmen im Geld. Sie wissen nicht, wohin damit. Das Geld ist aber nur eine Forderung gegen die Bundesbank und die Bundesbank hat eine entsprechende Ausgleichsforderung gegen die spanische Notenbank. Nicht? Das ist das Dreiecksgeschäft, was in riesigem Umfang stattfindet und deswegen applaudiert natürlich jeder, auch einer deutschen Politik, die möglichst an diesem Vorgang nicht rühren möchte. Insbesondere von der New York Times und der Wall Street. Dann kann man sich rühmen, der Führer der freien Welt genannt zu werden, aber es geht um Knete. Es geht nicht um Ethik. Und es steht im Hintergrund auch der Plan B. Diese Aufnahme ist entstanden im September dieses Jahres. Tsipras hatte die mediterranen EU-Länder eingeladen zu einem EU-Mit-Gipfel. Ich traute meinen Augen nicht, als ich das Plakat sah. EU-Mit? Was ist denn das? Hatten wir das schon mal gehört? Nein. Alle kamen sie. Hollande kam. Renzi kamen, sie übten den Schulterschluss für das neue Europa, das sie jetzt ultimativ verlangen werden von Deutschland im Jahr 2018. Wenn nächstes Jahr die Wahlen vorbei sind, wird das große Thema. Man will jetzt die Fiskalunion, um die fehlende Wettbewerbsfähigkeit
auszugleichen durch dauerhafte Transfers von den Norden in den Süden. Nicht mehr nur Kredite, sondern es sollen Dauertransfers werden, sodass die Schuldner auch auf diese Weise in die Lage versetzt werden, ihre alten Kredite zu bedienen und einen Lebensstandard fortzusetzen, der nicht mehr durch die Produktivität gedeckt ist. Denn das ist das Problem, das durch den Euro entstanden ist. Da kommt wirklich einiges auf uns zu. Und das Schlimme ist, dass das deutsche Verfassungsgericht keine Möglichkeit gesehen hat, am 21. Juni, deswegen nannte ich es den schwarzen Juni, wegen Brexit und dieser Entscheidung des deutschen Verfassungsgerichts gegen den EuGH hier vorzugehen, der diese Politik begrüßt hatte und sie für rechtmäßig erklärt hatte. Nachdem das deutsche Verfassungsgericht aber vor 2,5 Jahren schon gesagt hatte, die EZB überschreitet ihr Mandat, so wörtlich. Sie hat jetzt... Das deutsche Verfassungsgericht hat jetzt die Waffen gestreckt und sich dem EuGH praktisch untergeordnet in dieser fundamentalen Entscheidung. Wir sind auf dem Weg in eine europäische Transferunion, der vorbereitet wird. Und wenn Deutschland das eben nicht mitmacht, dann knallt es, dann sind die Target-Forderungen weg. Und weil sie dann weg sind, wird Deutschland eben mitmachen und wird unterschreiben. Sie wissen aus Verhandlungen sehr wohl, das Verhandlungsergebnis mit dem Partner ist umso besser, je besser der Drohpunkt ist, den Sie ihm gegenüber an die Wand malen können, der Teufel, den Sie an die Wand malen können für den Fall, dass er nicht unterschreibt. Darum geht es. Der Kurs der EZB hat zwar die Finanzkrise verhindert im Jahre 2012 durch die bedingungslose Absicherung der Portfolios, das kann man nicht bestreiten, hat aber letztlich führt dahin, dass wir immer mehr Streit miteinander kriegen und Europa wird bei diesem Kurs vor die Wand fahren. Genau was Herr Özdemir gesagt hat, was wir verhindern müssen, da bin ich ja im Ziel einer Meinung. Aber der jetzige Kurs führt vor die Wand, denn er macht die Länder Europas zu Gläubigern und Schuldnern voneinander. Frau Merkel ist nach den Rettungsaktionen die größte Gläubigerin Griechenlands geworden und zieht den normalen Streit zwischen Schuldner und Gläubiger bei einem anstehenden Konkurs auf die interstaatliche Ebene. Ist also nichts, was dem Frieden förderlich ist. Und zweitens führt diese Rettungsaktion zur Eindämpfung der Zinsunterschiede, was einen riesigen Anreiz bedeutet, sich immer mehr zu verschulden. Das hatten wir alles schon mal in der Welt. Europa wiederholt derzeit die Fehler, die die Vereinigten Staaten in ihrer Anfangsphase gemacht haben. Sie kennen diesen Geldschein. Das ist ein 10-Dollar-Schein und der Mann ist Alexander Hamilton, der erste Finanzminister der Vereinigten Staaten von Amerika, der 1791 die Schulden der Einzelstaaten zu Bundesschulden gemacht hat. Diese Schuldensozialisierung, sagte er, war Zement für den neuen amerikanischen Staat. Jeder steht für jeden ein. Wir sind solidarisch und haften gegenseitig für die Schulden. Aber ganz so kam es nicht. Das Bewusstsein, dass jeder für jeden einsteht, führte zu niedrigen Zinsen. Niedrige Zinsen verleiteten zu mehr Verschuldung. Es gab einen gewaltigen Wirtschaftsboom, der wurde eine Blase. Von 1837 bis 1842 sind 9 von 29 amerikanischen Staaten und Territorien, die es damals gab, pleite gegangen. Und anfangs hatten die Überlebenden noch versucht, die anderen zu retten, nur die Lasten waren viel zu groß und sie konnten es nicht. Nichts als Streit und Hass war entstanden. Der amerikanische Historiker Harold James aus Princeton sagt dazu, die Fiskalunion, die Hamilton realisiert hatte, sollte Zement sein, erwies sich aber in Wahrheit als Sprengstoff. Das ist genau die Gefahr, die wir jetzt in Europa eingehen durch diese Politik der Schuldensozialisierung. Und er zieht sogar eine Linie von dort aus dem Jahr 1842 in das Jahr 1861, als der Sezessionskrieg begann. Er sagt,
Natürlich hatte das im Wesentlichen andere Ursachen, die Sklavenfrage, aber die ungelöste Schuldenfrage hat maßgeblich zu den Spannungen beigetragen. Und erst nachdem der Sezessionskrieg zu Ende war, haben die Amerikaner ihr No-Bailout-System gekriegt. Heute gilt, jeder Staat kann pleite gehen, die Gläubiger eines Staates müssen wissen, dass sie im Zweifel ihr Geld nicht wiederkriegen. Und weil sie das wissen, leihen sie es ihm von vornherein nicht. Das ist die Bedingung dafür, dass es Stabilität gibt. Diese Stabilität haben wir in Amerika, aber nicht in Europa. Wir haben sie auch in der Schweiz, wo klar ist, dass ein Kanton dem anderen nicht hilft, wenn er in Schwierigkeiten ist. Aber wir haben sie nicht in Europa. Da müssen wir, glaube ich, noch sehr dran arbeiten und ein neues System schaffen. Bestenfalls kriegen wir jetzt in Europa bei dem Weg, der hier angestrebt wird, die Eurozone zu einer Fiskalunion zu machen. Etwas, was wir schon mal hatten im 19. Jahrhundert, nämlich eine lateinische Münzunion. Sie werden sich erinnern oder haben es vielleicht schon mal gehört, die mediterranen Länder und Frankreich zusammen hatten eine gemeinsame Währung. Die Währung hielt ein paar Jahrzehnte, dann ging sie unter, weil die Italiener und weil die Griechen beide Banknoten auf das Silbergeld ausgegeben hatten, mit dem Versprechen, die Banknoten jederzeit einzutauschen. Sie hatten aber viel zu viele ausgegeben und kauften sich dafür in dem Rest der lateinischen Münzunion Waren oder auch Vermögensobjekte, mit der Folge, dass diese Union dann zusammenbrach. Es ist immer dieses überschießende Gelddrucken einzelner Teilgebiete, was zum Zusammenbruch führt. Wir haben das in der Sowjetunion gehabt, wo die peripheren Sowjetstaaten Zugang zum Rubelsystem hatten, haben sich Rubel geschaffen und Güter in Russland gekauft. Es entstanden riesige Salden im Sinne der deutschen Tagessalden und irgendwann sagten die Russen, es reicht, und dann brach das System zusammen. Der Bosnienkrieg ist ausgebrochen, weil die Serben von der gemeinsamen Währung auch in diesem Sinne Gebrauch gemacht haben, haben sich viel zu viel Geld gedruckt, mehr als es ihrer Größe entsprach, haben in den anderen Teilgebieten Ressourcen gekauft. Und dann war es den anderen irgendwann zu viel. Es ist immer dieses gleiche Muster, was zur Zerstörung von Währungsunionen führt. Und wenn man das mal gelernt hat und weiß, muss man darauf reagieren, den EU-Vertrag neu verhandeln und zwar jetzt bessere Rahmenbedingungen schaffen, sodass Europa einer friedvollen, prosperierenden Zukunft entgegenseht. Aber was ist eine politische Union? Ist eine politische Union eine Fiskalunion? Nein. Eine politische Union ist in allererster Linie eine Union mit einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und einer gemeinsamen Armee. Der erste Schritt wäre mal, die Armeen abzuschaffen. Und dann können wir über alles Weitere reden. Wir haben das in Europa alles genau umgedreht und fangen mit dem gemeinsamen Geld an und hoffen, dass die politische Union nachkommt. Ich sage Ihnen, sie kommt nie, wenn wir diesen Kurs fortsetzen. Es ist ungefähr so wie in einer Ehe, sagen wir mal zwei junge Leute, die sind verlobt und die Rede ist von Heirat. Er liebt aber eigentlich nur ihr Geld und sie liebt ihn wirklich. Und die Frage ist jetzt, ob man nicht den Weg zur Heirat absichern könnte, dadurch, dass man vor dem offiziellen Ehevertrag schon einmal eine Gütergemeinschaft einführt. Ich überlasse es Ihnen, die Antwort auf diese Frage zu geben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.